Ich bin Neoblade. Das ist ein Video zur Rapid Fire Inject Methode. Ihr könnt euch das bei Jack Attack angucken oder Tutorial Central. Und was muss eure Tastatur dazu können? Ich gehe hier mal auf langsam, damit die Queens poppen, wenn ich fertig bin mit Reden. Eure Tastatur muss beim Drücken von zwei Tasten nicht das anzeigen, das ist also nicht gut, sondern, ich hoffe, ich krieg's jetzt hin, das muss angezeigt werden. Ihr müsst also zwei Tasten gleichzeitig drücken können, Punkt 1, und in einem Editor oder auch hier im Chat muss das so aussehen und funktionieren. Es sind bei mir F und G, aber ich erkläre gleich nochmal, wie man das genau macht. Ich habe hier die langsamste Geschwindigkeit. Zeige jetzt erstmal, wie alle 16 Queens auf eine Taste gelegt werden. Bei mir die Nummer 5. Und ihr habt gerade gesehen, das waren 16 Hatches auf Whirlwind, genauso wie Jack Attack es auch zeigt. Und nach dem Inject hat die Queen noch 9 Energie. Wir machen das Ganze mal auf normaler Geschwindigkeit. Das ist, Entschuldigung, es war faster mal 2. Mir ist ein bisschen langweilig, also habe ich ein paar Upgrades gemacht. Wir sehen, dass der graue Balken immer weiter nach rechts läuft und wir gleich wieder bereit sind zu injecten. Damit es nicht schief geht, habe ich so versucht, 27 oder 28 Energie anzusammeln. Ist ein bisschen mehr geworden. Und der ganz wichtige Faktor, damit ihr das lernt und gut könnt, müsst ihr wirklich es üben, diese zwei Tasten zu drücken. Es ist halt eine sehr, sehr, sehr schwere Inject-Methode. Und der zweite Faktor ist ganz klar, weniger als 40 Energie auf der Queen. Ich werde das mit diesem Family-Filter, glaube ich, nie hinkriegen. Der geht bei mir immer wieder rein irgendwie. Ich habe keinen Plan, warum. Weniger. Jetzt geht's. Und ihr seht, wie rapide schnell das dann geht. Aber wenn ihr mehr als 40 Energie auf der Queen bekommt, dann werden auch Hatches injected, die keine Queen haben. Das heißt, ihr habt also 4 Queens und 7 Hatches. Dann laufen die Queens automatisch zu den anderen Hatches, was ihr halt nicht wollt. Oder ihr seid so gut und so schnell, dass ihr seht, dass die Injects vorbei sind. Das heißt also, die Injects dauern 1,07 Sekunden und ihr braucht 1,1, um diese Tastatur oder die Tastaturkombination zu drücken. Aber das halte ich halt für sehr schwer. Ein Problem an der Inject-Mechanik ist, dass sie nicht zuverlässig funktioniert, wenn die Queens weiter wegstehen. Weil sie irgendeine feindliche Unit angegriffen haben, eine Sonde, einen Overlord, was auch immer. Die Queens müssen an den Hatches stehen. Und manchmal funktioniert es nicht, wie man es hier sieht, weil ich die Tasten nicht richtig gedrückt habe. Dazu sage ich ganz kurz mal. Es fiel mir, die Rapid-Fire-Inject-Methode fiel mir mit meiner Tastatur Zytec leichter als jetzt mit meiner neuen Razer Black Widow. Die war vielleicht träger, ich weiß es nicht so genau, aber hier musste ich es richtig krass üben, damit ich es überhaupt hinbekommen habe. Aber Jack Attack sagt es auch, es ist eine sehr, sehr schwere Methode, es zu lernen, aber viele der bekannten Nachteile wie Queen-Wanderungen und so weiter treten mit dieser Methode einfach nicht auf. Warum? Weil wenn man es schafft, 1,1 Sekunden für 16 Hatches nur die Tastaturkombination zu drücken, oder auch etwas länger, aber nur leicht länger, dann braucht die Animation der Queen, wie dieses Hatchen funktioniert, länger, als ihr die Tasten drückt. Und während die Queen injected, kann sie keine neuen Befehle empfangen. Ihr könnt euch das aber sehr genau bei Jack Attack auch angucken. Ich erkläre noch hier den Bug. Man sieht also hier, die wurde nicht injected. Die, obwohl die Queen weg war, wurde injected. Und das soll es aber rein für die Probleme gewesen sein. Wir gucken mal, ob sie beim nächsten Cycle injected wird.
So, hier sind alle injected. Wir können auch nochmal gucken, wie viel Energie die Queen hat. Gehen wir hier mal 10 Sekunden zurück. Das ist also schon gefährlich. Liegt aber halt auch daran, dass ich mich hier natürlich auch noch so auf ein paar andere Sachen konzentriert habe, wie wegnehmen und so weiter. Aber generell sieht man halt, also diese Queen wird jetzt injecten. Diese hat wieder injected. Aber die Queen bleibt hier halt stehen, weil sie nicht nah dran steht. Aber generell ist die Aussage, dass es überhaupt nicht funktioniert, wenn die Queen weiter weg steht, nicht richtig. Aber es ist unzuverlässig und unzuverlässig wollen wir beim Injecten nicht sein. Gut, und die Inject-Methode funktioniert nicht, wenn man nicht mit allen Queens gleichzeitig injectet, was ja bei einigen BOs auch passieren kann. Jetzt zeige ich noch, wie man das Ganze einstellt. Options, Hotkeys. Ich suche mir Standard aus, beziehungsweise ich werde Test einfach mal löschen. Und neu anlegen. Dazu geht man auf den Hotkey für Queen Energie. Man kann natürlich V nehmen und dann B für die Backspace Methode. Können wir hier ja auch mal zeigen. Also ich habe das auf F gelegt, aber nehmen wir einfach mal V. Das bedeutet, dann braucht ihr den hier natürlich nicht zu ändern. Dann braucht ihr nur hier reinzugehen. Zu sagen, bei der Base-Kamera, da lege ich mir die Alternative immer auf die Maustaste. Und wir wollen Backspace weghaben und auf B legen. Dadurch kriegen wir natürlich Probleme mit dem Tastaturlayout, aber das ignorieren wir hier an der Stelle. Damit wir V und B gleichzeitig drücken können. Dann gehen wir in Unit Management. AI Target, linker Mausknopf wollen wir so belassen und nehmen dann den Hotkey für Inject. Und das war's. Das bedeutet, hier steht ein V, hier steht ein V und die Taste B haben wir auf Backspace gelegt. Entschuldigung, von Backspace auf B. So. Und die Backspace-Taste ist halt auf meiner Maustaste. Ihr könnt auch gerne nur V und Backspace an der Maus drücken. Das würde auch gehen. Ist, gerade wenn eure Tastatur das nicht unterstützt mit den zwei Hotkeys, vielleicht leichter. Müsst ihr wissen, Fakt ist, Jack Attack zeigt diese Methode mit den zwei Tasten auf der Tastatur. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Lasst bitte positive oder auch negative Kommentare unten in den dem Channel below, sagt Jack Attack immer. In the comment sections below. Manchmal bin ich auf Englisch gepolt. Also in der Kommentarsektion unter diesem Video. Und vielleicht abonniert ihr mich. Das würde mich sehr freuen. Würde mir helfen. Wünsche euch einfach eine gute Zeit. Und hoffe, dass euch die Rapid Fire Inject Methode gefällt. Wenn ihr damit Probleme habt. Nachteil ist, sage ich vielleicht auch noch, ihr könnt in der Geschwindigkeit natürlich nicht mehr eure Saturation kontrollieren, während ihr injectet. Aber dafür gibt es natürlich auch andere Mittel und Wege. Bis demnächst!